So, wir sind immer noch hier bei diesem wunderschönen Kontrollpunkt. Wurden wir gerade zurückgesetzt in der... Alter. In der letzten Folge. Und, das Spiel ist uns wirklich sehr, sehr wohlgesonnen. Was das hier angeht. So. Lächerlich, Mann. Ja, egal. Wir sind in der letzten Folge schon relativ weit gekommen hier in diesem System. Aber Kontrollpunkte gibt das Spiel zu diesem Stadium anscheinend keine mehr. Oder hat zumindest keine Lust mehr, welche zu geben. Da lebt doch nicht nur etwa einer, ey. Erzähl mir doch nichts. Lass die nicht entkommen. Tötet ihn. Das ist die alte Leier. Aber, naja. Irgendjemand? Der Blitz ist schon krass auf Stufe 3. Die lernen es einfach nicht. So, jetzt haben wir ganz gut Leben. Jetzt kennen wir natürlich auch hier die einzelnen, ich sag mal in Anführungszeichen, Rätsel. Ich finde das ziemlich scheiße hier, diesen Abschnitt, ehrlich gesagt. Weil auf engem Raum, naja, komm, bla bla bla. Kennen wir alles. Ist das irgendwie doch recht nervig. Man kriegt hier von allem und jedem Damage. Und der Gegner schafft hier irgendwelche mega schwere Maschinerie rein, wie so ein Kampfläufer. So seht ihr gleich, wo der gute Mann sich befindet. Aber ehrlich gesagt, boah, scheiße, Mann. Schalte ich den liebend gerne so aus, wie ich es in der letzten Folge auch gemacht habe. Also da muss ich jetzt nicht in den Zweikampf gehen, nur um zu zeigen, dass ich Eier habe und am Ende wieder... ne? Na gut. Ich habe aber Eier, ne? So ist es ja nicht. So ist es ja nicht. Deswegen können wir den auch nochmal so plätten. Was kostet die Welt? Gibt ja auch noch was zum Gucken, ne? Muss ja auch an die Zuschauer denken. So. Das Ding einmal auf 7:30 gedreht. Oder auf 8:30. Wie auch immer man das nennen will. Boah, ihr seid solche Drecksäue, Mann. Es reicht. Es reicht endgültig. So, jetzt das Ding. Das weiß ich noch. So, jetzt die Dinger, logisch. So, und jetzt kommt hier gleich... Hallo? Hier noch nicht, oder was? Ich dachte, hier kommt gleich noch jemand. Ja, natürlich kommen sie... Hä? Natürlich kommen sie erst, wenn ich da vorbei bin, ne? So, steht hier noch jemand auf von euch? Nein. Ich wollte so gerne mal gucken, was sich hier noch verbirgt. Hier geht's weiter. Guckt mal einer an. Hätte ich eben vielleicht einfach mal das Ding benutzen sollen. Hier wäre der Kontrollpunkt gewesen. Das ist natürlich auch lächerlich as fuck. Aber gut, jetzt haben wir es in 3 Minuten hier hinbekommen in der neuen Folge. Okay. Und wir haben die Superpower wieder ready. Das ist Netcoder. Vom Ding her, ich sperre dich mit dem Grizzlybär ein, bis er dich totgehauen hat. So meinst du das ungefähr, ne? So, gucken wir doch. Luschern wir doch erstmal hier durch die. Ja, ist klar. So, die Frage ist jetzt, wohinter kann man sich ganz gut mal verschanzen? Antwort scheint zu sein: nirgendwo. Alter, diese Teile. Ja, hier werden wir unter Garen Damn-Tee recken. Da habe ich aber auch eben noch nicht richtig den Dreh rausbekommen. Aber egal, ihr wolltet die Fails, ihr kriegt die Fails. Und zwar ungeschnitten und in voller Länge.
Aber das Let's Play, ich habe mal geguckt, wie viele Level noch ausstehen. Das wird sowieso so kurz sein, dass es ohne Fails hier zu kurz wäre. Deswegen ist es hier natürlich alles Absicht, dass ich das ein, zwei Mal euch zeige. Ich will natürlich auch verschiedene Lösungswege präsentieren, ne? Augenzwinker. Das ist so ein Netcoder. Ich bin dir so dankbar. Sind hier auch natürlich relativ wenige Gegner. Deswegen bietet sich das natürlich auch an, mich mit den wenigen einzuriegeln. Die Frage ist ja tatsächlich, auf wie lange Sicht können wir so ein Fight hier überstehen, unten in der Mitte der Arena. Nicht lange auf jeden Fall. Das sind ungefähr 10 von diesen Truppern. Truppen. Ihr wisst, was ich meine. Aber okay, das Gute ist, dass die Kontrollpunkte immer relativ dicht vor den Kämpfen gesetzt sind. Das heißt, das passt schon. Ich riegel dir den Maschinenraum ab, bis du alle ausgeschaltet hast. Die Frage ist, ob man sich hier einen Vorteil verschaffen kann. Kann schon mal ein paar Sturmtrupper wohl ausschalten. Bringt aber doch recht wenig. Ich versuch's jetzt trotzdem mal hier. Ich weiß, dass der Sniper mich anvisiert hat. Ich habe die Hoffnung, dass sie sich fast schon selber flambieren da unten. So, und vielleicht kann ich ja... Ja, okay. Das ist mein Tod gewesen. Mit 99%iger Sicherheit. Naja, wobei, so viel kann uns jetzt hier nicht mehr erwischen. Gucken wir mal, ob wir es jetzt so vielleicht gewuppt kriegen. Der Schuss, den konnten wir nicht fangen. Den schon eher. So, jetzt können wir uns einfach zu ihm hin teleportieren, geht natürlich auch klar. So, einmal den Absender zurück. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir mit denen hier ein bisschen spielen können. Sollten natürlich nicht selber unsere eigenen Fallen reinlaufen. Ich glaube, das klappt ganz gut, da die ja nur fast nur auf den Nahkampf trainiert sind. So. Frage ist, wie viele haben wir jetzt noch davon? Na, es sind schon noch einige. Ich versuche die einmal hier so ein bisschen reinzulocken. Ja, aber ihr seht's. Ey, ich bin sofort tot. Kannst nichts machen. Ich würde hier gerne hoch. Danke. Boah. Wir geben auch so wunderschöne Laute von sich. Okay, wie viele haben wir noch? Da leidet immer noch einer. Kriegen die kein Damage, Mann? 5 Stück. Ja, einen einzigen hat's getroffen und der andere killt mich. Ey, das ist doch so lächerlich. Ich bitte euch. Okay, aber die Taktik war sehr, sehr gut. Auf der Taktik kann man aufbauen und dann müssen wir halt gucken, wie wir die Drecksloche da kaputt kriegen. Ich würde es von oben versuchen.
So. Ich riegel dir den Maschinenraum ab, bis du alle ausgeschaltet hast. Das ist nett, Cody, danke. So, und jetzt hatten wir gesagt, einmal hier durch, einmal nicht zu viel Damage fressen. Und einmal die Herren Sniper killen, nicht zu viel Damage fressen heißt nicht runterfallen. Okay, ganz gutes Leben behalten, nice. So, Kollege Kampfläufer, kann ich mit dir ein Date bekommen? Ja, kann ich. So, einmal die Sturmtruppen da, weil die mich ein bisschen genervt haben. Ist natürlich auch die Frage, ob man das nicht auf die Truppen verwendet, ne? Da hörst du doch schreien. Ich glaube, das killt nämlich mehr. Ja. Und ist auch effektiver auf lange Sicht. Die Frage ist, wie viele da jetzt noch leben von denen. Scheiße, das ist natürlich ganz scheiße. Erwische ich da noch welche? Die schreien auf jeden Fall noch schön. Da sind zwei Arme gefallen. Die schreien ja immer noch welche, Mann. Gibt's doch gar nicht. So, das war er. Da sehe ich immer noch einen. Ich wollte mir gerade mal einen Überblick verschaffen. Sind noch einige. Der hat sein Lichtschwert nach mir geworfen, der Drecksack. Drei Stück zähle ich. Zeig mich einmal. Alter. Oh, kriegt natürlich direkt was in den Arsch geblasen. So, allzu viele dürfen es jetzt aber nicht mehr sein. Ich glaube, das ist hier auch einfach die Taktik, die sich auf lange Sicht auszeichnet. Das ist zwar jetzt nicht relativ skillig, ansonsten bist du echt zu schnell tot. Alter. Boah, und das war verdammt nochmal knapp. Der hätte mich fast erwischt. Schreit doch immer noch einer, ey. Gibt's das denn? Okay, der wäre erledigt. Okay, ich höre jetzt keinen mehr schreien. Ja, doch, da war noch einer. So, ey, finally. Los, Bewegung. Ja, Kota, du kleine Drecksau, danke, dass du mich hier eingeschlossen hast, ne? Immer wieder gerne für dich, du Arschloch. So, Schwertkristall. Gucken wir mal rein. Lichtschwerter. Da haben wir momentan Wut und Heilung, ne? So, gesperrt, Lebensentzug, Fokus. Machtkraft braucht weniger Energie. Gesundheitsregeneration. Den würde ich gerne mal das Nebenschwert packen. Zusätzliche Machtpunkte finde ich jetzt nicht so gut. Dann nehmen wir mal den Fokus oben. Machtpunkte verbrauchen weniger Energie. Ich denke, das ist eine ganz gute Kombo. Sieht auch recht fresh aus, tatsächlich. Tja. Und jetzt können wir vielleicht nochmal in die Machtpunkte reingucken. Den Griff konnten wir noch upgraden und den Geistestrick. Aber ich würde gerne Lichtschwert als nächstes upgraden, damit wir das Maximum haben. Weil das wird sich, glaube ich, richtig auszahlen hier im Kampf gegen Vaders Lakaien.